Hallo und herzlich willkommen! Ja, heute ist der 14. Dezember und heute mit dabei ist Clemens. Hallo. Hi, schön, dass du mit dabei bist. Danke für die Einladung. Ja, Clemens, hat mir gerade auch geholfen, auch ein neues Licht zu installieren. Hängt auch schon. Da freue ich mich schon, das Video danach dann zu sehen, in welcher Farbe es dann erstrahlen wird. Das ist alles anders. Ja. Genau. Wusstest du eigentlich, dass du schwer zu erreichen bist? Ich bin schwer zu erreichen. Mit dem Fahrrad. Oh, warum? Weg, wo ich wohne und wo du wohnst, zwischendrin muss man jetzt durch ein überflutetes Gebiet fahren. Oh, okay. Also man sollte nicht, man kann. Ja. Aber wenn man es macht, kann man nicht mehr umdrehen. Weil man fährt dann und wenn das Wasser immer tiefer und tiefer wird, ist der Radweg nicht breit genug, um einen Zug zu wenden, ohne in die Donau zu fallen. Das heißt, man muss es dann durchziehen, auch wenn das Wasser immer tiefer und tiefer wird. Und es ist jeden Tag so eine... Man könnte es schaffen, man schafft es aber nicht. Also ich habe es auch einfach schon mal nicht geschafft, aber nasse Füße gehen. Oh nein, okay, weil ich wollte gerade fragen, du hast es aber heute geschafft? Nein, ich habe es heute nicht gemacht. Doch, das ist nicht gemacht. Okay. Es ist weiter geflutet, als ich schauen kann aktuell. Ach krass, also direkt unten da bei dem Dörnberg... Nee, ich meine nicht Dörnberg, der Herzogspark, oder? Da so die... Da wo der Rosengarten ist hinten. Genau. Oder? Genau. Da steht auch ein Schild, okay, aber... ja, krass, dass es schon so überflutet ist, ja, mit dem Hochwasser. Aber hast du dann Spaß, wenn du, weil du ja. Musst ja, dann hast du die Füße so nach oben und dann fährst du mit dem Rad. Das ist so lange, du musst dann schon paddeln, pedalieren und irgendwann tauchen die Füße dann aber auch ins Wasser ein. Und, oh, krass. Aber es okay. Einfach nicht langfahren, aber verstört nur die Biber. Hast du schon die Biber gesehen da unten? Ich habe die Bäume gesehen, wo die Biber... sehr anknabbern. Wenn man da nachts vorbeifährt, im Sommer, ja, so zwischen 0 und 1 Uhr, muss man echt aufpassen, nicht den Biber zu überfahren. Mhm. Weil die kommen dann, ziehen da so einen langen Stamm mit und dann... Also wird es nicht gegen den Biber fahren, der ist wahrscheinlich halb so schwer wie du. Das ist aber schon ein Ding, wo man gegenfährt. Und dann, ja, ich bin schon mal einem begegnet. Das kann man nicht mehr machen. Und da hinten beim Wehr gibt es einen Reiher. Ja. Das ist mein Reiher. Dein Reiher? Ja. Ich freue mich immer, wenn ich den sehe. Seit Jahren ist der da. Der fliegt dann immer nur kurz weg, frisst einen Fisch, kommt dann wieder her. Der steht dann immer da am Wehr und schaut da rein. Und leider wird es irgendwann zu kommen, dass er nicht mehr da ist. Aber in den letzten Jahren hat er zuverlässig mich erfreut. Schön. Wenn man da nachts lang fährt, Biber ausweichen, Reiher anschauen. Boah, voll die. Das wusste ich gar nicht, dass wir da so viel Tier. Ja, Begegnungen da haben. Wenn du noch weiter fährst, dann gibt es auch die Fledermauswiese. Hm, stimmt. Du? Ja, das ist auch, wenn du dann nämlich nachts an der Donau sitzt, dann kommen so viele Fledermäuse, das ist so schön. Ja, nachts ist das Beste. Ja. So, wenn man jetzt so kurz vor Dämmerung die ganzen Fliegen da, das ist nicht so toll, deswegen einfach länger wegbleiben und dann nachts dann in so die Märchen. Voll die tolle Geschichte, muss ich mal drauf auf. Schauen, wenn ich dann mal nachts unterwegs bin. Genau, schön. Toll. Ja, was ich auch toll finde, ich kenne dich ja von der Binary Kitchen. Mhm. Genau, da haben wir uns kennengelernt und in dem Jahr haben wir schon so viele Veranstaltungen gehabt, wir waren ja zusammen auf der Fusion, auf dem Chaos Camp und jetzt eben dann das Congress. Also genau, die... Ja, wir fahren wieder auf den Kongress. Genau, wir fahren jetzt dann nach Weihnachten auf den Kongress. Da freue ich mich wahnsinnig. Das wird toll. Genau. Und ja, die Binary Kitchen, ein toller Ort für Technik-Enthusiasten, wenn ihr auch Bock habt, vorbeizuschauen. Genau, ich denke, also für Leute, die sich interessiert, könnt ihr da gerne mal gucken. Ja, bin da viel. Bin einer von diesen Menschen, die mehr 3D-Drucker als Computer zu Hause haben. Ich habe nicht wenige Computer. Okay. Aber auch in der Binary Kitchen. Ja. Kann man da mal hinkommen und sich da alles ausdrucken, was man so braucht. Ja, das finde ich super. Das sind immer die Fragen, dann kennst du, ich habe auch mal eine Umfrage machen müssen. Also ich finde es cool, dass du sagst, mehr 3D-Drucker als Computer. Bei mir ist dann immer die Frage interessant, weil wenn ich so Umfragen mache mit, so wie viele Kühlschränke hast du, wie viele Herde hast du? Kühlschränke, was sind das für Umfragen? Ja, also, da gab es wirklich, wie viele Herde hast du? Ich so, wer braucht mehr als einen Herd? Und dann ging es so los, wie viele Fernseher hast du? Dann gehe ich mal so, 4. Und dann, wie viele Spielekonsolen hast du? Dann kommst du mit 30 und dann gehst du, ja, dann geht es halt schon in die krasse hohe Richtung, ne? Also, ja. Spielekonsolen, Spiele habe ich so viele, aber nicht. Achso, ja. Bei Spiele ist es bei mir ein bisschen viel höher, ja. Ja, ja, genau. Und ja,
Du hast auch noch was mitgebracht, genau, oder? Ja. Mitgebracht. Die Sandra hat vor Jahren mich mal mit nach Nürnberg genommen, um eine Lebkuchentour zu machen. Eine Lebkuchentour, ja? Ja, da fehlt man also von Lebküchnerei zu Lebküchnerei. Und in Nürnberg gibt es dann viele so die Menschen, die früher mal eine Gaststätte haben und jetzt dann noch drin wohnen, machen die dann auf am den Feiertagen vor Weihnachten und verkaufen da Lebkuchen, selbstgebackene. Und Ziel ist es halt, den besten Lebkuchen zu finden. Und da gibt es ganz viele. Die gibt's halt, die kann man auf Google Maps dann finden. Nämlich in Hinterhöfen, das ist auch kaum angeschrieben und so. Und dann gibt es sehr gute Lebkuchen. Mhm. Das können wir jetzt nicht ganz reproduzieren, aber wir können damit anfangen, es zu reproduzieren. Also ich habe hier in Regensburg. Genau. Mhm. Also Ziel ist es, ich habe hier den Bäcker Schifferl, den kennen die Regensburger einigermaßen, weil er überall ist. Mhm. Ja, Bach an der Donau hat er seinen Hauptsitz. Genau. Interessant. Ja. Die haben einen Lebkuchen mitgebracht und den können wir jetzt testen. Als Referenzlebkuchen. Mhm. Ach schön. Weil das ist den kriegt man überall. Ja. Und dann müssen wir halt in den nächsten Folgen. Rufe ich dazu auf, dass deine Gäste dir auch weiter Lebkuchen mitbringen. Und du kannst dann immer wieder gegentesten, ob es besser oder schlechter geworden ist. Das heißt, jeder genau muss jetzt einen Lebkuchen mit. Aber genau. Verstehe. Damit fange ich jetzt an und die anderen spüren den Druck jetzt schon zu schauen. Mhm. Wo kann ich hier nur längst einen Lebkuchen besorgen? Und es zählt nicht der Schmidt-Lebkuchenladen beim Hutmacher am Dom. Weil das original Nürnberger sind, oder? Genau, verstehe. Es müssen dann schon Regensburger Originalprodukte sein. Aber das finde ich interessant. Und dann kann ich immer ein kleines Stück aufheben, das bringe ich dann dir mit, damit du auch nochmal dann testen kannst. Hm? War das gut oder nicht? Oder? Ja, wir können den jetzt machen. Ja? Okay, machen wir das im Nachgang oder sollen wir jetzt gleich bleiben? Nee, okay, gut. Dann darf ich auspacken. Ja. Okay. Kannst du überlegen, welche Geschmacksrichtung können wir Lebkuchen haben? Der sieht ja interessant aus, muss ich jetzt sagen. Also das ist ein. Also ich hab jetzt so einen normalen braunen Lebkuchen vorgestellt, aber hier. Nee, der ist. Genau, der hat. Instagrammable. Instagrammable, gutes Wort. Und der hat hier. Eine Walnuss drauf, was meistens darauf hindeutet, dass etwas mit Marzipan vielleicht drin sein könnte, weil der Kontrast ja so richtig gut schmeckt. Mit weißer Schokolade. Genau. Das so. Machst du mal auseinander drin, ja, die Hälfte? Ja. Neidfreies Teilen unter zwei Personen ist ja auch so ein Thema. Wie teilen wir jetzt einen Lebkuchen auf? Also, du hast ja Geschwister. Ja. Ich bin Alleinerbe, das heißt, also ich hatte nie ein Problem mit Teilen. Und bin aber mit allem zufrieden, weil ich freue mich einfach. Nee, mit zwei Personen ist es relativ leicht, weil ich teile jetzt und du und ich darf mir aussuchen, ja. Dann muss ich natürlich jetzt mit das gerecht brechen, also nicht so leicht ist. Das ist okay, aber ich nehme jetzt das mit kleinere. Das war, also ich hoffe, dass ich von der Nuss dann noch was abbekomme. Ja, die kann ich auch nochmal zerteilen. Ja, das stimmt. Aber ich meine, neidfrei ist es ja, wenn du dich selber für die kleinere Variante entscheidest, dann. Ja, dann das stimmt. Du kannst mir auch noch was abbrechen, wenn du möchtest. Also kommen wir schon auf den grünen Zweig. Ich habe ja mehr Brüder. Wenn man zu viert versucht, ja, gibt es verschiedene Verfahren. Man könnte natürlich. Zwei Gruppen könnten sich erstmal bilden und teilen. Also die eine Gruppe teilt, die andere sucht aus. Ja. Und dann können die untereinander nochmal teilen. Das kann man relativ gerecht hinkriegen. Wenn man aber zu dritt oder zu fünft ist. Ja. Aber dann ist immer so eine Mehrheit irgendwo. Also man kann sich dann zu Schlamm zusammenschließen oder so. Ja. Mhm. Okay. Ich bin immer gut satt von. Ja, auf jeden Fall. Geil. Oh. Essen vor der Kamera. Ja, Essen vor der Kamera. Kennst du den Phil aus der Binary Kitchen? Ja. Der hat ja auch einen YouTube-Channel. Okay. Da isst er und kocht vor der Kamera. Echt? Ja. Aber dann muss man meinen Kanal schicken. Der hat über 100 Folgen mittlerweile. Mhm. Kanal heißt OnlyFans. Also wie der Traktorhersteller. OnlyFans, oh Gott, ja. Es ist schwierig zu googeln. Von dem ist der Sticker unten im Keller. Es ist schwierig zu googeln oder schwierig zu in YouTube zu finden, weil der Algorithmus immer meint, man hätte sich verschrieben, aber wenn man dabei bleibt. Der hat auch einen Adventskalender. Cool. Der macht jeden Tag einen Cocktail. Mhm. Das klingt interessant. Ja, das ist interessant. In der einen Folge hat er gesagt, er hat die Woche keine Zeit und er muss jetzt 7 Folgen vorproduzieren. Und er macht immer den Cocktail und trinkt ihn dann. Also bin mal gespannt, wie das in den nächsten Folgen sich dann auswirkt. Du musst mir nachher mal den Kanal geben vom Phil. Ja, der hat auch einen Twitch-Stream. Aber aha, zusammengeschnittenen Videos. Okay, verstehe. Jetzt war ich schon kürzer. Jetzt war ich schon sehr energisch beim Essen. Heißt energisch? Ne, also sehr dahinter. Schmeckt auf jeden Fall verdammt gut.
Und man kann nicht aufhören? Genau, beschreib mal. Vom letzten Bisschen. Man schmeckt die weiße Schokolade. Und es schmeckt nach Lebkuchen. Ja, ich finde es sehr süß, sehr schokoladig. Vielleicht ein bisschen viel zu Schokolade. Ich bin der Mädel, der die mag, wenn ich dann gar nicht keinen Guss drüber haben oder ganz dünn. Echt? Okay, ich mag das voll, wenn die volle Vollmilchschokolade, aber die weiße Schokolade ist echt lecker. Aber es dominiert auch sehr den Lebkuchen. Es ist halt einer, da könnte ich jetzt immer ganz essen. Echt? Nee, das ist. Von einem anderen ging das schon. Genau, das ist Baseline. Mhm. Ja, deswegen können wir noch nicht bewerten, weil wir brauchen ja Vergleichswerte. Aber der hat schon gut vorgelegt. Wie heißt der beim Schiffert? Weißer Lebkuchen. Weißer Lebkuchen. Okay, wenn ihr auch noch gute Lebkuchen kennt oder so, also was den weißen Lebkuchen schlagen könnte, dann gerne vorbeibringen in den nächsten Folgen. Bin gespannt. Ja. Okay, dann gehen wir mal auf Seite. Gerne. Also voll lieben Dank. Danke. Endlich mal ein kühles Bier, das hatte ich zu den Videos bisher noch gar nicht. Ich trinke so wenig Alkohol derzeit. Ja, wir haben ja noch unseren Merch-Kalender. Und ich bin gespannt, ob du die Dinge kennst, die da drin sind. Wenn du willst, darfst du dich auch mal so entscheiden oder beziehungsweise beide auspacken und mal so gucken, was könnte da drin sein. Den hier? Ja, oder? Ja. Ja, ich mach den auf. Also, beschriftet mit der 14. Passt ganz gut zum Tag. Pixelgrafik drauf. Jetzt nicht viel anders gelesen sein wie bei den anderen. Ja. Tja. Ist halt verdammt klein. Bräuchte eingebaute besser in den Händen. Oh, das sind 9 Würfel. Und zwar, okay, das sind so Würfel, die man, kennt ihr die aus Stein, wenn du Whisky trinkst und dann möchte man keine Eiswürfel drin haben, man hat dann eher so Steine drin oder bei Gin, die dann das Getränk nicht verwässern, sondern die eher das zwar kühl halten, also weil du hast es vorher im Gefrierfach gehabt, weißt du, wie ich meine, also so ja. Und genau, das wäre eine perfekte Größe dafür. Ja, der Phil benutzt die auch bei seinen Cocktails. Ach, witzig. Ich sollte mich echt mal mit ihm mal kurz schließen. Weil ich interessant finde, weil ich dachte immer, dass Cocktails auch eine gewisse Menge an Wasser gebrauchen können, also die aus den Eiswürfeln dann rauskommen. Weil ich aber jetzt nicht schmelzbare Eiswürfel verwende, dann habe ich halt mehr Alkohol. Und mehr Geschmack, ja. Ja, vielleicht ist doch das Ding. Oder es sind Pins. Oder es ist doch ein kleines Spiel. Also, bei Stargate würde diese... Es sieht ein bisschen so aus wie Elder Scrolls von... Nee. Okay, oh, es ist so ein Dingspiel, so ein Geschicklichkeitsspiel, hä? Huh? Steht drauf, The Essential Hunters Challenge Coin. Supernatural, join the hunt. So, jetzt machen wir... So, wir machen es auf, aber wir sehen es nicht, was drin ist. Ja. Wir sagen nur, die anderen sehen es. Okay. Die anderen dürfen es dann als erstes sehen. Das finde ich gut. Wobei wir dies ja sehen, quasi in der Vergangenheit, also in der Zukunft, wenn sie es gesehen haben werden, sind wir trotzdem die Ersten. Das war ein ganz kluger Spruch, das stimmt, ja. Jo. Es ist eine Münze. Es ist eine Sonne. Es ist okay. Also hier von Supernatural, kannst du damit, ich hab keine Folge, jetzt sind wir hier wieder bei den Serien. Ich habe keine Folge Supernatural geguckt. Du? Nur als Werbung auf Sat 1, dass es bald kommt, aber da habe ich halt Star Trek geschaut. Und mich hat es, glaube ich, so genervt, weil es hat immer geheißen, so queerer Content oder irgendwie so ein bisschen. Und dann kam aber keiner und dann denke ich mir immer so, also ich habe mich da ein bisschen. Hast du Friends geguckt? Leider auch nicht. Gut, danke. Ich habe jetzt übrigens schon die ersten Folgen gesehen, gell? Ich bin schon fast mit der ersten Staffel durch hier. Ja, es ist ein Fünfeck, es passt nicht ganz zu meinem sechseckigen symmetrischen Ding, aber das hätte ich auch bauen können hier aus dem grünen Meter. Oh, ich habe noch eine Quizfrage für dich. Okay. Wenn ich das gerade sehe mit dem grünen Meter. Okay, nein, wie viele Dreiecke drin? Ja doch, sind nur 3, das passt. Okay, aber... Nee, ich muss bei meiner Arbeit an einem Wichtel teilnehmen. Wichtel? An einem Wichtel. Man schenkt dann so gegenseitig also Zeugs. Schottwichteln oder wirklich Wichteln, oder? Ich muss was mitbringen, was grün ist und mit I anfängt. Malst du den Ingwer einfach grün an oder färbst du ihn grün ein? Wenn das zählt, uns geschenkt. Ich denke schon. Achso, es ist nicht nur eine Quiz, also du hast keine Antwort, sondern ich helfe dir jetzt dann gleich noch beim Finden von diversen. Die ist echt schön schwer.
was Grün und was mit I anfängt. Hey, wenn ihr was wisst, schreibt es in die Kommentare. Bis zum 21. muss ich es wissen. Okay, genau. Also am besten heute noch. Ich muss es noch kaufen können. Ich habe auch ChatGPT gefragt, weil da dachte ich mir, wofür haben wir denn diese AIs? Ja. Die könnte mir was sagen. Oh, was haben sie gesagt? Oh Gott. Ja, bring mit einen grünen Igel. Mhm. Weil Igel sind ja, da stand da drunter, Igel sind, der südamerikanische Igel hätte einen grünen Panzer. Weiß ich nicht so genau. Dann hat es gesagt, eine Indoor-Pflanze. Oh Gott, mir fällt keine mit I ein, aber ich habe viele Pflanzen. Ja, dann hat er gesagt, Indoor-Pflanze. Also Indoor, oh Gott, Indoor. Natürlich Indoor, okay. Ja, also total unhelpful. Und dann hat er noch gesagt, Iris. Manche Menschen haben grüne Augen. Bringe eine Iris mit. Bringe Iris mit, ja. Ja. Ich hab blaue, versuch's gar nicht erst. Also von daher, es funktioniert doch nicht so gut, wie ich hieß. Ich dachte, einmal könnte die AI mir im Leben helfen. Ja, aber dann ja. Ich werde mal was überlegen, aber ich denke, die Zuschauer, die werden auch viele tolle Ideen haben, was grün ist und was mit I beginnt. Und ich bin gespannt, was du dann zurückbekommst zum Wichteln. Ein Gesamtfoto wäre toll, ja. Okay, wir haben eine super tolle, wertvolle Münze, finde ich. Also das ist schon sehr, wirkt sehr, hier ist auch nochmal die Rückseite. Genau. Jetzt haben wir aber noch den großen Würfel. Ja. Du hast mir jetzt die Frage in den Kopf getan und jetzt denke ich die ganze Zeit drüber nach, weißt du das? Und dann nach dem Video wird dann mal die beste Antwort kommen, ja genau. Also ein aber I ist also sowieso, wie kommt man auf den Buchstaben I? Ja, das wird gewürfelt. Gewürfelt. Also letztes Jahr war es. Es ist ein 26-seitiger Würfel, Würfel. Also jede Zahl steht für einen Buchstaben, oder? Ja, ich weiß nicht, ob alle Buchstaben zulässig sind, weil Y ist, glaube ich, schwierig. Ja. Aber letztes Jahr war es ein blaues C. Ein blaues C, okay. Dann sind alle Clowns. Okay, gut, dann. So Blue Carasau war da zum Beispiel so. Was ist ein Carasau? Ich weiß nicht, wie man das so ausspricht. Das ist dieser Cocktail-Zubehör-Zutat, die so, so eine blaue Flüssigkeit. Mhm. Schmeckt grün? Ja. Nee, also. Schmeckt grün. Ah, ich war noch. Okay, viele, viele Informationen. Ein Corazon. Oh, Corazon, das Tier, kennst du? Wo ein bisschen wie Axolotl. Also, es ist ein Pokémon. Ja, das sind wir wieder bei Pokémon, okay. Aber. Hast du mitbekommen, dass die Axolotl in den Midlabs eingehen? Nein, wieso? Ich weiß nicht, die haben eine Krankheit. Es waren 6 Stück im Oktober. Nein. Und jetzt noch einer. Dann würde ich ihn gerne zu meiner Susi dazu tun. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr den abgeben wollt. Und ich weiß nicht, ob das so gesund wäre, weil wahrscheinlich haben die eine Art Krankheit. Sind die alle gleichzeitig. Also wahrscheinlich ist der infiziert. Aber wenn das. Oder meine Susi würde sich vielleicht bei ihm gut wohlfühlen. Okay, ja, aber. Wahrscheinlich auch nicht. Also ich vermute mal, die sind so ein bisschen lost, weil sie haben es nicht geschafft, sie zu. Meine Susi ist verdammt widerstandsfähig und deswegen, also die hat aber auch Tumor, keine Ahnung wie lange, das ist so. Ja, aber sie schwimmt noch oder sie patscht noch freundlich vor sich hin, ja. Ja, genau, wir haben jetzt ja noch ein letztes Türchen, ja. Genau. Das musst du jetzt aufmachen. Ja, also ich mache auf und du darfst gleich reinluren, weil du siehst das nämlich als erstes. Du kannst mir Tipps geben, was drin ist. Das ist ja groß. Das ist weiß. Das ist weiß? Ich sehe es auch, das ist weiß. Kubisch. Kubisch? Also ich hätte gesagt, das ist ein Würfel, aber es ist auch kubisch. Das heißt, es kommt aus Kuba. Mhm. Und es. Ich muss es zu waschen, bevor ich es benutze. Ich mache einfach mal auf, oder? Darf ich? Also es ist eine Mini-Tasse. Oh, das hätte mir nicht so genug. Von Batman. Für Mini ist die gar nicht. Ja. DC Comics, The Legend of Batman. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie das Intro aussieht, was sich anhört von Batman. Ja, also die Filme fand ich schon gut. Ich habe übrigens mittlerweile so viele Batman-Artikel oder DC-Artikel, ich glaube, ich mache mal eine Überraschungsbox, wo ihr für 100 Euro erwerben könnt und das sind auch 10 bis 20 Artikel drin, ich weiß auch nicht, die den Wert sowas von übersteigen, aber da ich eben von Batman so wenig Ahnung habe und da bist du Batman-Fan? Die Filme fand ich gut. Okay. The Dark Knight hat auch ein sehr schönes Film. The Dark Knight, ja. Aber also Darkwing Duck ist halt schon auch cool. Oh, ja. Wobei, also cooler wie Batman, aber auch Darkwing Duck mochte ich nicht. Der hat Donald so eine
also als Phantomas so in den Hintergrund gestellt. Okay, aber wirklich, ein Angebot steht. Ich habe echt so eine Überraschungsbox, da packe ich euch alle die Sie-Sachen rein und dann, wenn ihr jemand eine Freude machen wollt, auch zu Weihnachten, der kriegt lauter hochwertige DC-Batman-Artikel, ja. Schön. Batman ist einer der besseren Helden. Aus einer naturwissenschaftlichen Sicht. Er ist selber Wissenschaftler. Ja. Keine übernatürlichen Kräfte. Mhm. Und ist damit quasi so Self-Made-Superhero. So wie Iron Man eigentlich. Genau. Das ist eine Sache, die man noch selber ja erreichen kann. Ich kann jetzt nicht Fliegen mehr antrainieren, aber ich könnte mir halt ein... Machst du das bitte mal? Das fände ich sau cool. Ja, bastel dir so einen Anzug und dann, okay, kannst du dich mit den Händen abstoßen und dann Luft. Ja, ich muss halt irgendwie so ein wasserbasierter Held werden oder so, da gibt es noch so wenige. Ein wasserbasierter Held? Ja, dann kann ich alle Verbrechen auf der Donau aufklären. Ja, stopp die Überschwemmung. Oder wenn wieder jemand von der Brücke springt oder geschubst wird oder so. Und ich wäre halt so einer, der verwandelt sich in einen Biber. In einen Biber? Mhm. Oh. Ich hab mir das echt witzig vorgestellt, ja. Schön. Ja, cool. Also auf jeden Fall viele tolle, nette Gedanken und tolle Dinge und vielen lieben Dank auch für den Lebkuchen und für das Gespräch. Wir basteln jetzt noch ein bisschen hier bei meiner Bude rum. Wird auch Zeit, dass die auch ein bisschen fertig wird und genau. Genau. Dann? Wie ist das am Ende? Winkt man jetzt? Oder? Genau, ich habe nur gedacht, vielleicht möchtest du noch was sagen. Achso, ich habe so viel erzählt. Das stimmt, das war sehr interessant. Ich finde sowas immer sehr wissensbereichernd. Sagt man das? Ja. Und nicht vergessen, zu kommentieren all die Fragen, die wir hatten und Lebkuchen mitbringen. Genau. Genau. Ja. Ganz viele Lebkuchen. Dinge, die mit I anfangen und nach grün schmecken. Ja. Genau. Was, ach, sag, grün schmecken? Nein, nicht grün schmecken. Aber das grün, ist meine letzte sind. Frage jetzt an dich. Wie schmeckt grün? Gras. Schmeckt Gras. Ist das so das, was so... Gras schmeckt, wenn Heu geschmäht wird oder so, ja. Das ist dann so, also du hast noch nie in ein Grashalm reingebissen. Ja, ist schon lange her, gell? Für uns alle, bei mir auch, hoffe ich. Ja, okay, das ist ja die Frage. Gibt ja, ja keine falschen Antworten. Ich denke schon, dass es so mich mit Gras verbinde. Ich möchte es nicht mit etwas Ekligen, so wie bei die Bertie Botts Bohnen jeder Geschmacksrichtung so. Weiß nicht, da kannst du was Grünes, die Grünen raussammeln, dann können sie dann essen. Aber ja, du könntest was rausfinden, wie grün schmeckt, wie blau schmeckt, wie rot schmeckt, und dann kannst du am Ende einen Regenbogen essen. Tschüss. Okay, das ist für die nächste Folge machen wir mal so eine komplette Folge drüber. Also Wissenschaft, Spaß mit Wissenschaft. Regenbogen-Tasting. Ja, oh mein Gott, ja. Fände ich cool. Nee, schreibt in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Also, ihr Lieben, macht es gut. Und ja, wir hören uns, gell? Tschüss. Ciao.